Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von FIFA 17 Karrieremodus mit dem BVB. Heute nach dem Derby gegen Schalke geht es jetzt gegen den FSV Mainz 05 im DFB-Pokal. Wir werden unsere Mannschaft ein bisschen schonen, denke ich, und deswegen mit der zweiten Mannschaft mal aufspielen. Mohr wird heute ein bisschen geschont und dafür wird heute mal... Oh, Reus ist wieder da, sehe ich gerade. Eventuell werden wir Reus dann einfach mal spielen lassen. Ich glaube, das wäre gar keine so schlechte Idee. Komm, dann nehmen wir Reus mit statt Mohr und eventuell Pulisic auf die rechte Seite. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Normalerweise dürfte er das spielen können. Ja, laut FIFA allerdings nicht. Das ist jetzt die Frage. Lass mal Reus draußen. Na komm, wir versuchen es jetzt einfach mal, Reus nach links zu setzen und Pulisic nach rechts. Das wird schon schief gehen. Ganz ehrlich, Freunde, also gegen Mainz im DFB-Pokal. Das sollte auf jeden Fall ein Sieg für uns werden, damit wir ja weiter in die nächste Runde kommen im DFB-Pokal. Denn der Pokal ist auf jeden Fall ein Ziel von uns. Wir wollen auf jeden Fall den Pokal gewinnen, damit wir wieder eine gute Saison abliefern. Die gute Saison ist bisher noch nicht so wirklich da, aber wir sind auf dem zweiten Platz in der Bundesliga. Das ist in Ordnung. Und ich sehe gerade, was ist das denn hier schon wieder für eine Scheiße? Erst Stuttgart und dann nach einem Tag Ruhephase wieder ein Spiel gegen Ingolstadt. Das ist natürlich... Ja, ich weiß nicht. Warum man das nicht an den Mittwoch oder Donnerstag setzen kann, ist mir schleierhaft. Vor allem, weil am Wochenende nicht gespielt wird. Naja, mir soll es erstmal egal sein. Dann werden wir wieder die zweite Mannschaft oder so spielen lassen gegen Ingolstadt oder keine Ahnung was. Dann, manchmal ist der Spielplan ein bisschen komisch bei FIFA, habe ich irgendwie das Gefühl. Das ist ein bisschen ärgerlich. Einen Tag Ruhepause. Ja, es muss nicht sein eigentlich. Naja, also, wir gehen jetzt einfach mal ins Spiel. Wir sind zu Gast in Mainz. Also, bis gleich. Willkommen in Mainz, zugeschneiten Mainz tatsächlich, hier im DFB-Pokal Mainz gegen Borussia Dortmund. Ja, das ist das Duell der Bundesligisten. Mainz, ist eigentlich nicht zu verachten. Die spielen im Moment eine okaye Saison, also nicht so dolle eigentlich. Wir spielen da schon eine deutlich bessere Saison und hier ist das Tableau. Ihr seht die anderen Spiele tatsächlich auch, Lautern gegen Bayern was da auch immer sonst noch so spielt. Ja, also Mainz, die Saison von Mainz ist eher okay, ist glaube ich nicht so doll. Ich glaube, die sind nicht so zufrieden, aber man darf sie natürlich nicht unterschätzen. Es ist immer noch ein Yunus Malí da, es ist ein Córdoba da, die wirklich öfter mal uns vor Problemen stellen können. Hier sehen wir die Spieler im Fokus, Angel Correa gegen John Córdoba. Ja, Correa hat ein paar Defizite, was die Größe angeht. Also anscheinend wird Malí nicht spielen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob er in diesem Spielstand überhaupt noch mal bei Mainz ist. Kann natürlich sein, dass er nicht mehr bei Mainz ist. Doch Malí ist noch da und Öztunali auch. Ja, hier ist auf jeden Fall die Aufstellung vom FSV Mainz 05. Mit Lössl im Tor, mit Büsmont, Balogun, Donati, Jairo, Rodriguez, Jübeme, Malí, Öztunali und Córdoba. Wir werden heute mit Reus wieder spielen. Reus nach seiner Verletzung wieder zurückgekehrt. Rechts wird Pulisic übernehmen. Mal gucken, wie Pulisic rechts spielt. Letztendlich beim BVB in der Realität spielt er auch hin und wieder rechts. Warum sollte er es hier nicht spielen können? Er kommt über die Geschwindigkeit, kommt über die Technik. Naja, drauf geschissen. Und hier ist auf jeden Fall unsere Aufstellung mit Horn, Henrichs, Christensen, Riedewald und so weiter und so fort. Tja, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir... Ja, dem Druck gewachsen sind, hier im Pokal was zu reißen. Das wäre natürlich, super, wenn wir hier noch eine Runde weiterkommen. Wir müssen eine Runde weiterkommen. Wir müssen mindestens ins Finale. Das erwartet der Vorstand. Wenn der Vorstand nicht sogar erwartet, dass wir das Ding gewinnen. Aber da haben ja immer noch die Bayern auch noch ein Wörtchen mitzureden. Das wird dann auf jeden Fall ein schweres Duell. Irgendwann werden wir wahrscheinlich im Pokal nochmal auf die Bayern treffen müssen. Also wir starten jetzt einfach die Partie an Pfiff. Hier im Stadion, im Mainzer Stadion. Dortmund gegen Mainz. Also es ist eigentlich eine ganz interessante Partie. Wir wollten eigentlich Malí haben. Oh, schöner Ball auf Pulisic. Läuft sich auch direkt da frei. Wieder zurück und guter Ball. Balogun geht da nochmal hin. Also über die linke Seite müssen wir weiterkommen. Da hat Mainz tatsächlich Probleme und das war eigentlich gar nicht so schlecht, diese Flanke. Rode kommt da leider noch nicht hin. War ein Ticken zu hoch für Rode. Sonst wäre es nochmal ein richtig gefährliches Ding gewesen. Eine richtig gute Flanke. Tja, 21 Minuten gespielt und irgendwie hat man das Gefühl, dass Mainz noch nicht so richtig zum Zug kommt. Aber jetzt vielleicht mit der Flanke. Öztunali kommt mit der Flanke, aber die Flanke ist nicht gut genug. Also wir haben überhaupt keine Probleme, hier irgendwas zu klären.
Die Bälle von Mainz kommen nicht richtig an und wir haben immer den Ballbesitz. Kommen sehr viel über links. Reus macht ein gutes Spiel bisher. Correa macht ein gutes Spiel bisher, aber die Chancen, die richtig großen Chancen fehlen bisher noch. Aber auch da sehe ich eigentlich keine Probleme. Oh, das war ein guter Ball eigentlich. Und Henrichs. Und wieder der BVB. Also wir haben wirklich viel Ballbesitz. Da kommt Mainz nicht zum Zug. Überhaupt nicht. Guter Ball. Aber Öztunali, jetzt diesmal arbeitet er hinten mit. Eben habe ich noch gesagt, dass er nicht hinten mitarbeitet und Donati fast alleine lässt. Aber jetzt ist er da und hilft mit. Da hat wahrscheinlich der Trainer dann nochmal gemeckert. Reus, sehr schöner Ball auf Dahut. Dahut. Oh, grandioser Ball auf Correa. Guter Schussversuch. Und ja, Reus nochmal. Lössl ist da. Die erste richtig große Chance für den BVB. Vielleicht jetzt über die Ecke auch nochmal. Die kommt diesmal viel besser und Rode macht das Ding. Sebastian Rode mit dem 1:0. Wahnsinns-Ecke vom BVB. Das hat man in diesem Spiel schon mal so in der Art gesehen. Und da hatte Mainz auch Probleme, das zu verteidigen. Diesmal machen die Jungs alles richtig. Rode köpft den Ball rein. Lössl keine Chance. Bell kann nur hinterher gucken. Und das 1:0 für unseren BVB. Also jetzt muss Mainz auf jeden Fall mehr Gas geben. Mali ist kaum zu sehen. Kaum bis gar nicht zu sehen. Furchtbare Partie bisher vom FSV Mainz. Offensiv finden sie aktuell gar nicht statt. Sie lassen Dortmund viel Platz, um die Spielzüge aufzubauen. Und dann kommen solche Fehlpässe. Aber unsere Fehlpässe waren jetzt auch gar nicht so gut, aber Dahut ist da. Das war sehr gut gemacht. Reus, sehr gut gekämpft. Und jetzt vielleicht die Möglichkeit über Pulisic und Correa. Correa mit dem 2:0. Da stibitzt er sich, oder den Ball eher, am Torwart vorbei. Und das war, guckt euch Pulisic an. Was eine gute Vorlage von ihm. Correa spitzelt den Ball an Lössl vorbei. Und das ist schon das 2:0. Also im Moment sind die Dortmunder, sind wir, in richtig guter Form. 32. Minute Rode, 36. Minute Correa und das Spiel ist gelaufen. Und hier habt ihr es gesehen. Mali macht Fehler, wie man sie gar nicht von ihm kennt. Technische Fehler. Das ist schon irgendwie ganz komisch. Aber jetzt vielleicht... Oh, Mainz mit der ersten Chance. Wir lassen Mainz kaum ins Spiel kommen. Das ist schon eine ordentliche Leistung. Guter Ball. Aber Mali, er passt auf. Aber er setzt sich nie richtig durch. Diesmal hat er einen richtig guten Ball gemacht auf Jairo. Jairo muss den Ball nur irgendwie richtig angenommen kriegen. Und das sieht im Moment nicht so danach aus. Mali. Also alles läuft über Mali. Wenn wir Mali unter Kontrolle mehr kriegen, dann hat Mainz überhaupt kein Spiel mehr. Technischer Fehler bei Rode. Naja. Hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Also 2:0 für die Borussia gegen Mainz. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine verdiente Führung hier. Mainz kommt überhaupt nicht ins Spiel. Mainz hat überhaupt, wirklich überhaupt keine Spielanteile hier gegen Dortmund. Dortmund dominiert komplett. Und ich denke mal, ja, da geht auch das Ergebnis voll in Ordnung. Auch wenn wir wenig Chancen kreiert haben, so haben wir diese wenigen Chancen gut genutzt. Und das waren dann auch hundertprozentige Dinger, die wir dann reingemacht haben. Keine Glückstore oder sowas. Tja, wir müssen einfach nur so weiterspielen, wie wir es in der zweiten Halbzeit jetzt hier in der ersten Halbzeit gemacht haben. Dann sehe ich auch für die zweite Halbzeit überhaupt keine Probleme. Aber so richtig viel ist das immer noch nicht, was von Mali kommt. Da erwarte ich von so einem Leader wie Mali mehr. Und das war stark gemacht. Oh, gut dabei von Pulisic. Correa, vielleicht mit der Flanke. Die Flanke kommt sogar ganz gut. Bell ist aber da. Gutes Stellungsspiel von Bell. Und Mali holt sich schon ganz tief hinten den Ball. Gut gemacht von Reus. Pulisic mit dem Schuss und Lössl hält. Also Mali muss sich schon ganz hinten den Ball holen. Und wenn er dann unter Druck gesetzt wird, dann passiert dann eben sowas. Und Pulisic, das hätte man auch durchaus reinmachen können. Aber gute Möglichkeit für den Jungen. Und Christian Clemens kommt jetzt für Levin Öztunali. Ecke jetzt für Dortmund. Lössl kommt raus. Klärt den Ball aber direkt vor Castro. Der versucht zu schießen. Und das war gar nicht mal so ungefährlich. Lössl hat den Ball sehr spät gesehen. Konnte erst spät runterkommen. Und... wieder die Borussia aus Dortmund. Oh, das ist stark gespielt. Das ist sehr stark gespielt. Und Rode kann jetzt das nächste Ding machen. Macht er aber nicht. Pfosten für Sebastian Rode. Ja, da merkt man, dass er kein
kein wirklicher Torjäger ist. Ein Aubameyang, ein, weiß nicht, Pulisic, ein Moa, die hätten das ganz locker mit nur einem C gemacht. Aber er halt nicht. Aber egal, dafür hat er andere Stärken, die uns wichtiger sind für seine Position. Und das war sehr gut, Reus! Huiuiui. Der Ball kam nicht genau genug für Marco Reus. Das hat man da schon gemerkt. Und Strippenzieher, ihr seht hier die Statistiken von Modahut, Ballberührung 16 und so weiter. Er macht mit das beste Spiel für uns. Na, mal gucken, was Brosinski so zeigt. Tja, bisher noch nichts. Ich denke mal, wir wechseln jetzt aber auch. Ich denke mal, die meisten haben sich aufgerieben. Dahut hat einen super Job geliefert. Ich denke mal, dass wir ihn auf jeden Fall rausnehmen und dafür Gündogan rein. Rode kommt vielleicht auch raus. Nee, den lassen wir drin. Reus geht raus, dafür kommt jetzt André Schürrle, hat sich auch natürlich Einsätze verdient und ich denke mal, den Rest warten wir einfach mal ab, was dann noch so passiert. Hier mal ein guter Ball, aber auch der kommt nicht an. Gündogan, sehr stark gemacht. Schürrle. Oh, stark. Correa, super stark. Und Rode. Rode mit dem nächsten Ding. Was ist denn das? Rode mit dem zweiten Tor. Doppelpack Sebastian Rode. Jetzt wird er doch zum Torjäger. Er hatte ja schon ein anderes Tor auch noch auf dem Fuß. Und plötzlich steht er da wieder. Auch gut gesehen von, ich glaube, Gündogan hat den Pass gespielt. Ja, da steht er komplett blank. Keiner deckt ihn wirklich. Tja, ihm ist anscheinend im zentraldefensiven Mittelfeld ein bisschen langweilig, sodass er dann immer mal wieder nach vorne geht und mithelfen möchte. Und das macht sich dann mit den Toren auch tatsächlich bemerkbar. Gutes Spiel von Sebastian Rode. Auch er steht eigentlich auf der Abschussliste, auf der Verkaufsliste vom BVB. Vielleicht sollten wir da auch nochmal drüber nachdenken. Correa, unglaublich. Schürrle, Schürrle. Und Pulisic. Oh mein Gott, das hätte Schürrle selber machen müssen. Das hätte Schürrle selber machen müssen. Aber er ist uneigennützig. Will auch mal, dass der Youngster das Tor macht. Und der vergibt kläglich. Der vergibt kläglich. Also das hätte meine Oma reingemacht. Frei vom Tor. Boah. Aber es ist halb so wild. Wir führen 3-0. Es ist ehrenvoll von Schürrle, dass er da tatsächlich den Ball nochmal vorlegt. Oh, hey. Aber man muss auch sagen, man muss auch hier in der Situation tatsächlich Angel Correa loben. Das war eine hervorragende Vorlage von Angel Correa. Ohne die wäre die Chance gar nicht gekommen. Balogun. Oh. Und oh, das wurde sogar noch gefährlich. Ich glaube von Christian Clemens der Schuss. Horn musste dahin gegen seinen ehemaligen Mitstreiter. Brosinski. Abseits wird von unseren Jungs gesagt. Cordoba versucht es. Horn. Also 90 Minuten sind gleich schon durch. Oh, stark. Und jetzt muss es Schürrle alleine machen. Jetzt muss es Schürrle alleine machen. Schürrle. Drin das Ding. André Schürrle und Correa. Die Vorlage. Also Correa macht heute ein wirklich gutes Spiel. Also er gefällt mir immer besser. Er gefällt mir immer besser. Vielleicht, vielleicht sollte er doch nicht verkauft werden. So wie er im Moment drauf ist. Er hat sich, glaube ich, wieder ein Herz gefasst. Er hat sich wahrscheinlich wieder in die Mannschaft reingespielt. Hat vielleicht sogar wieder Bock auf die Mannschaft. Und macht tatsächlich gute Spiele. Tja, und Mainz geht hier tatsächlich 4-0 unter. Wer hätte das gedacht, wer hätte das geglaubt? Ich zumindest nicht. Und das ist das Ende dieses Spiels. 4-0 gewinnt der BVB gegen Mainz. Es war dann letztendlich dann doch einfacher, als wir eigentlich alle dachten, gegen Mainz zu gewinnen und eine Runde weiterzukommen. 4-0 ist ein bisschen zu heftig gegen Mainz, aber Mainz war erschreckend schwach, erschreckend, ja, passiv, muss man fast sagen. 5 Schüsse, 3 aufs Tor, während wir 12 und 8 hatten, also auch die Passgenauigkeit bei Mainz nicht so dolle. Wir gucken mal ganz kurz, wer der Spieler des Spiels ist. Tatsächlich natürlich Sebastian Rode, aber auch Correa hat eine 9,2 gekriegt. Torvorlagen 1, ja, Pulisic 1, Gündogan hat auch eine Vorlage. Rode 2 Tore, Wahnsinn, Schürrle ein Tor. Tja, hätte Schürrle nicht nochmal abgespielt auf Pulisic, hätte er vielleicht sogar sein zweites Tor noch machen können. Naja, so ist das halt. Hier sind die anderen Ergebnisse des Pokals. Die Schanzer, Ingolstadt, gewinnen gegen Düsseldorf mit 2-0, Dresden gewinnt 2-0 gegen Bayern 04,
Uiuiui, also nicht schlecht. Bayern 2-1 gegen Lautern und wir gewinnen 4-0. Die anderen Ergebnisse liegen noch nicht vor, aber die werden wir wahrscheinlich noch mitkriegen. Tja, so kann es gehen, so kann es gehen. Vielleicht können wir gleich noch trainieren. Ich glaube nicht, dass wir jetzt trainieren. Ich glaube erst zum nächsten Spiel wieder. Ja, auch keine neuen Nachrichten, na dolle. Ja, wir gucken uns aber gleich nochmal die Ergebnisse des DFB-Pokals an. Das ist, glaube ich, auch in Ordnung. Ah, das wäre auf jeden Fall schön, wenn wir wirklich auch ja, bis ins Finale auf jeden Fall kommen könnten. Das hätte auf jeden Fall schon was. Und ja, Stuttgart, tatsächlich der nächste Gegner. Wir gucken mal ganz kurz auf die Tabelle, wo Stuttgart aktuell ist. Stuttgart ist auf dem 10. Platz. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. 16 Punkte. Ja, kann man auf jeden Fall mitleben als Stuttgarter-Fan, würde ich mal fast behaupten. Und wir gucken mal ganz kurz auf den Pokal. Ja, also Mainz verliert 4-0, Heidenheim gewinnt 2-1 gegen die Würzburger Kickers, Pauli gewinnt 2-1 gegen Gladbach und Schalke gewinnt 2-1 gegen Frankfurt. Was haben wir noch so? Ja, Hoffenheim gewinnt 1-0 gegen Stuttgart und ja, den Rest kennen wir. Das heißt, erstmal spielt Borussia Dortmund gegen Heidenheim, Pauli gegen Schalke, Hoffenheim gegen Ingolstadt und Dresden gegen Bayern. Also das sind ganz schön krasse Konstellationen. Wir haben 1, 2, 3 Zweitligavereine von insgesamt 8 Mannschaften. Nicht schlecht, also geht eigentlich voll klar, ne? Also im Viertelfinale 3 Zweitligamannschaften. Beachtlich, finde ich persönlich, das ist absolut beachtlich. Vielleicht gibt es nochmal eine große Überraschung, eventuell gewinnt St. Pauli gegen Schalke oder so. Vielleicht gewinnt auch Dresden gegen Bayern, was ich allerdings nicht glaube. Also, ja, vielleicht. Wir müssen abwarten, was da passiert. Wir müssen auf jeden Fall nach vorne gucken. Wir müssen auf das Heidenheim-Spiel gucken. Das müssen wir erstmal gewinnen. Und dann könnte es sogar ein Derby im Pokal geben. Das ist auch interessant. Ja, aber wie ich unser Glück kenne, werden wir dann im Halbfinale gegen die Bayern spielen müssen. Naja, warten wir mal ab, was da so geht. Also, Turnierpreisgeld haben wir auch alles bekommen. Wir gucken nochmal ganz kurz auf die Sachen. Pascal Lecomte, ja, der möchte langsam spielen. Kann ich nachvollziehen. Und ja, Marco Reus ist bereit, medizinisch bereit, auch die nächsten Spiele zu absolvieren. Müssen wir mal schauen, wie wir die nächsten Spiele so machen. Auf jeden Fall das nächste Spiel dann gegen Stuttgart. Diese Folge ist damit beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut und ciao. Just let me home. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go.